Ja, herzlichen Dank und die Versammlungsleitung gibt bekannt, dass die Versammlungsleitung wechseln wird und zwar an Sandra. Morge, so, und ich sage jetzt, dass der politische Geschäftsführer dran ist und gebe zurück an den Wahlleiter. Ja, das sind so Spezialitäten der GO, mir war das vorher auch nicht klar. Ich eröffne hiermit die Kandidierendenliste für das Amt des oder der politischen Geschäftsführerin und bitte die Kandidierenden zahlreich und voller Elan zu erscheinen. Ja, gut. Es ist auch möglich, Vorschläge zu machen. Gut, ich sehe, dass es weder Vorschläge noch weitere Kandidierende gibt. Daher beabsichtige ich, die Liste zu schließen. Kleinen Augenblick, es gibt eine Wortmeldung. Ich möchte Herrn Jürgen Erkmann vorschlagen. Also aus mannigfaltigen Gründen geht das nicht, insbesondere weil er den Kopf schüttelt. Gut, weiteres Interesse erkenne ich nicht. Damit schließe ich die Kandidierendenliste in 3, 2, 1. Die Kandidierendenliste ist damit geschlossen und ich übergebe zurück an die Versammlungsleitung. Okay, und da wir jetzt eine GO haben und einen Kandidaten haben, der sich noch nicht vorgestellt hat, könnt ihr auch entscheiden, wie lange er sich vorstellen darf. Zwischen 5 und 10 Minuten. Ich würde sagen, wir fangen damit an, dass ich einfach mal laut GO zwischen 5 und 10 Minuten. Können wir uns vielleicht darauf einigen, dass alle Kandidierenden wissen, dass sie nicht die vollen Minuten ausnutzen müssen? Ansonsten könnte das ja vielleicht das Wahlverhalten beeinflussen. Und damit das pro forma erledigt ist, lasse ich jetzt einfach abstimmen, wer dafür ist, dass wir nur die 5 Minuten offiziell nehmen, bitte die grüne Karte. Wer dagegen ist, also eigentlich länger möchte, bitte die rote Karte. Okay, fürs Protokoll mit einer Gegenstimme angenommen. Das heißt, du hast maximal 5 Minuten Zeit, dich vorzustellen. Ei Gude. Danke. Wie? Ja, ich habe meinen Job anscheinend nicht gut gemacht und muss nochmal antreten. Warum ich nochmal antrete? Ach, ich mag die Polgefronten, ich mag die vielen Sitzungen, ich mag die Beschwerden, ich mag die Landes- und Bundesschiedsgerichte. Ich mag die Diskussionen von auf der PPH ganz besonders, wenn es nicht um politische Themen geht. Scherz beiseite. Jetzt mal etwas Politisches. Heute ist ein spezieller Tag, nicht nur Landesparteitag in Rheinland-Pfalz, in Berlin und in Sachsen-Anhalt, hier Grüße über den digitalen Äther, sondern auch dieses Einheitsfest, also diese Wiedervereinigungszeug. Und in Frankfurt findet es gerade statt mit viel Pompö und so. Und die Polizei freut sich wieder sehr heftig, ihre schönen Wasserwerfer auszufahren und Panzerräumfahrzeuge, um so für die Sicherheit zu garantieren. Ich musste sagen, gestern Abend fand ich mich eher beobachtet statt gesichert, als ich durch die Straßen lief. Nur ein kleines Beispiel dafür. Vielen Dank auch an Michael Hilberer, an die Saarland-Fraktion, der ein Wort zum Einheitstag geschrieben hat. Leider bin ich nicht mehr dazu gekommen, was zu schreiben als Vorgänger. Warum möchte ich nochmal Polgef werden? Erstens bin ich jetzt langsam nach einem Jahr in dieser Routine drin, Sachen
etwas besser organisieren zu können als vorher. Ich bin ein wenig weiser geworden, was den Umgang mit Vorständen betrifft, also sowohl Kreis- als Bundes- und Landesvorstände. Für den kommenden Landesvorstand wünsche ich mir Rückendeckung und Freiheiten, damit wir gemeinsam die Ziele, die wir uns immer stellen, auch erreichen können. Ich werde allerdings gerade durch zur Kommunalwahl und da ich Listenkandidat für Frankfurt bin, mich bei Frankfurt-spezifischen Themen mehr einsetzen als andere, auch um den Kreisverband Frankfurt da sehr zu unterstützen. Da bitte ich auch um Nachsicht. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Themen habt oder Demonstrationen, wo ein POLGEF-Land sprechen sollte, frühzeitig melden, dann kann man das vorbereiten. Ich bin ein Mensch, der gerne im Team arbeitet, also nicht toll ein anderer macht, sondern je mehr Leute das schultern können, desto besser. Was gibt es sonst noch? Wie viel habe ich noch? Ah ja, noch 1,50. Ja. Noch einen Witz vorlesen. Ich nutze es jetzt aus. Wir haben da hier für das Saal gezahlt und wir nutzen das aus. Ja, ansonsten, wenn ihr Fragen habt, fragt mich einfach. Ihr kennt mich. Mein Name ist Alex Schnapper, richtig. Ich bin nur noch Mitglied der Piratenpartei, also in keinen anderen Parteien mehr. Dankeschön. Da er der einzige Kandidat ist, kommt jetzt direkt die Fragerunde. Du darfst starten. Glaubst du, dass du frei reden kannst? Bitte? Glaubst du, dass du frei reden kannst? Ich kann frei reden, nicht auf Piratenveranstaltungen, aber ja, ich kann. Gut. Du hast es eben erwähnt, diese Feierlichkeiten heute in Frankfurt. Was hältst du persönlich davon? Ich bin da gemischter Gefühle. Ich freue mich natürlich, dass wir wieder vereintes Deutschland haben, natürlich. Bin aber zwiegespalten darin, dass aufgrund der aktuellen Flüchtlingssituation das Motto etwas unglücklich gewählt ist, oder es war natürlich musste vorgeplant werden. Ich sag mal so, wer feiern möchte, soll feiern. Wer dagegen demonstrieren möchte, soll auch feiern, auch friedlich und nicht durch Polizei im Vorfeld oder durch Presseberichterstattung ins extreme Licht gerückt werden. Ja, Alex, ich mach's kurz. Ich freue mich auf ein weiteres Jahr des Zusammenarbeits. Mist. Noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus, also übergebe ich mal wieder an den Wahlleiter. Dann bleibe ich mal einfach sitzen. Wie schon bei den letzten Malen vorneweg, wir haben jetzt den Stimmzettel Nummer 3 in der schönen Farbe Rot. Zum Wählen tretet ihr wieder an mit diesem Stimmzettel, eurem Bändchen am Arm und dem grünen Zettel Akzeptanzwahl ja. Die Wahlhelfer haben sich hier schon magisch eingefunden. Wir werden jetzt mit 3 Urnen unterwegs sein. Im Gegensatz zu vorher, da es jetzt auf Wunsch der Helfenden eine Wanderurne geben wird. Die Wahlurnen sind leer. Ihr konntet euch davon überzeugen. Ich bitte nun um das Verschließen der Wahlurnen. So, ich eröffne hiermit den Wahlgang zum Amt des politischen Geschäftsführers, Wahlgang Nummer 3. 2 Urnen prozessieren nun in das Wahllokal, eine Urne wird hier im Raum verbleiben und von 2 Wahlhelfern begleitet, den Helfenden zur Verfügung stehen, und zwar nur diesen. Alle anderen wählen bitte im Wahllokal.
So, ich nehme ein abflauendes Interesse wahr. 12.58 Uhr haben wir jetzt. Ich gebe kund und zu wissen, dass ich um 13.01 Uhr voraussichtlich den Wahlgang schließen werde. Und bitte diejenigen, die noch nicht gewählt haben, zur Stimmabgabe. Guten Morgen. Morgen. Ich werde mir gerne etwas zu dem Thema Freifunk erzählen. Ich bin Mitglied bzw. ich arbeite mit in der Freifunk-Initiative in Darmstadt. Die gehört zu dem Chaos Darmstadt e.V., der in Darmstadt mit mittlerweile 56 Mitgliedern die lokale Niederlassung vom Chaos Computer Club ist, ist wahrscheinlich jedem bekannt, denke ich mal. Die Freifunk-Initiative Darmstadt ist dort ein eigener Bereich und ich bin dort gegenwärtig seit ein paar Wochen der Sprecher. Ich möchte deswegen darüber was erzählen, weil ich denke, dass in dem Thema Freifunk für uns im Moment ein Fenster aufgegangen ist in der Zeitgeschichte. Durch den enorm starken Flüchtlingszustrom, den wir erleben. Wir haben, um das mal kurz mit ein paar Zahlen zu hinterlegen, allein im Landkreis Darmstadt-Dieburg gegenwärtig 110 Einrichtungen für Flüchtlinge. In der Stadt Darmstadt ist mir die Zahl nicht bekannt, was ich so über den Daumen schätzen kann, sind es um die 40. Wir haben in Darmstadt außerdem 1, 2, 3 Hallen, die zwischen 300 und nach oben hin ziemlich offen als Notunterkünfte im Auftrag von der Stadt Darmstadt betrieben Flüchtlinge aufnehmen und dazu dann noch das Lager in der Kaserne Starkenburg, wo bis zu 750 nach meiner Zahl unterkommen. Diese Zahlen wechseln sehr stark und sie wachsen auch immer weiter an. Ich habe in den letzten Wochen, seitdem ich meine Landtagskandidatur beendet habe, im Mai mich um das Thema Freifunk sehr intensiv gekümmert und habe dabei Gespräche geführt mit den Kommunen vor Ort im Landkreis Darmstadt-Dieburg, habe aber auch versucht, den Kontakt zu finden zur Stadt Darmstadt und zu den Sozialverbänden. Deutsches Rotes Kreuz, Feuerwehr und andere. Und dabei habe ich eine sehr überraschende Erfahrung gemacht für mich, die ich unbedingt weitergeben möchte an euch in einem knappen Satz. Geht raus aus der Partei und versucht Bündnisse zu bilden mit den genannten Verbänden. Legt ein bisschen euer Parteilogo zur Seite und arbeitet in den bei euch vorhandenen Freifunk-Initiativen mit. Um einfach für das Thema freien Zugang zum Internet, ohne Kontrolle, ohne Log und so weiter, jetzt das Thema voranzutreiben. Wir haben im Moment einen so starken Zuwachs an Freifunkaktivisten, das ist richtig Wahnsinn. Bei den letzten Montagstreffen, wir treffen uns jeden Montag, sind wir zwischen 20 und 25 Leuten. Als ich mein eigenes Freifunkgerät installiert hatte, das war im Frühling, ich glaube im Februar, da waren wir abends zu fünft oder zu sechst. Das ist also schon ganz bedeutend. Und das Interesse in den Medien ist auch gewachsen. Warum Freifunk für die Flüchtlingsunterkünfte? Und was sind die Wettbewerber, vor denen wir keine Angst haben brauchen? Die Deutsche Telekom, die hat vor ein paar Wochen ein Angebot gestartet, in dem sie für die Unterkünfte über die Karten, die man ins Telefon steckt, freien Internetzugang angeboten haben. Diese Lösung, die war dann von verschiedenen kommunalen Einrichtungen Darmstadt, Darmstadt-Dieburg nachgefragt worden. Und die Stadt Darmstadt hat dann zum Beispiel... Stadt Darmstadt hat dann zum Beispiel die Erfahrung gemacht,
dass die Deutsche Telekom die Stadt Darmstadt mit den ganzen Flüchtlingsunterkünften doch nicht versorgen möchte. Gut, du wolltest was bemerken. Wie angekündigt, 2 Minuten später, die Wahl ist hiermit geschlossen. Was hatte das zur Folge? Dass ich beim Pilzsuchen sonntagnachmittags vom Büro des OBs angerufen wurde und die Dame gefragt hatte, ob die Freifunkinitiative in Darmstadt bitte schön nach den Vorgesprächen, die man geführt hatte, jetzt doch den Finger heben kann und die Notunterkünfte mit den 3 Hallen in Darmstadt vernetzen kann. Es ist ein Wunsch. Wir hatten diesen Anruf erlebt in dem 2. September-Sonntag, also vor wenigen Wochen, oder es war vielleicht auch der 1., auf jeden Fall im September. Und Mittwoch dieser Woche ist die Alsfelder Halde mit 6 Access Points in Betrieb gegangen, mit Zugriffszahlen von Flüchtlingen, die bis zu 100, 105 Benutzern liegen. Ein Tag später hat mich morgens um 7:45 der Leiter der Feuerwehr Darmstadt Information und Kommunikation, also sprich der Pressesprecher, angerufen und hat gemeint, das ist so ein guter Job gewesen, er möchte der ganzen Freifunkinitiative in Darmstadt danken. Wir haben ein unglaubliches Echo aus der Stadt Darmstadt bekommen, aus der Verwaltung, von allen möglichen Leuten. Und wir haben mittlerweile auch in den Gesprächen, die wir mit anderen Parteien führen, eine uneingeschränkte Zustimmung. Ich sage das selten so drastisch, aber es ist einfach so. Ja. Noch ein Beispiel. Ein ehemaliges Mitglied und jetzt noch Abgeordneter im Kreistag Darmstadt-Dieburg, Markus Brechtel, Chaotiker oder Katharina, hatte mit der Fraktion zusammen im Kreistag Darmstadt-Dieburg einen Antrag gestellt auf die Unterstützung von Freifunk auf allen kommunalen Gebäuden des Landkreises und mit der Einrichtung von Freifunk für die Flüchtlingsunterkünfte und dass die Stadt, dass der Landkreis Darmstadt-Dieburg dafür bitte schön auch einerseits einen Prüfauftrag erteilt bzw. in die Prüfung geht und zum anderen Mittel bereitstellt. In den dazugehörigen Ausschusssitzungen kam es dann sehr schnell zu einer Übernahme des Antrags in den wesentlichen Punkten durch die CDU, die auch einen Antrag zu WLAN wenige Tage vorher gestellt hatte. Dieser Antrag ist diese Woche am Montag, wenn ich mich recht erinnere, Michael mag mich korrigieren, einstimmig im Kreistag Darmstadt-Dieburg ohne große Diskussion angenommen worden. Dabei sind wir von der CDU, von den Grünen und von der eigenen Fraktion namentlich für die hervorragende und konstruktive Mitarbeit und das Mitwirken im Vorfeld bei der Entscheidungsfindung wirklich gelobt worden. Also es war schon ein geiler Moment für mich. Gestern ruft mich der Bürgermeister der Stadt Groß-Umstadt an. Das ist die größte Stadt im Landkreis Darmstadt-Dieburg im Ostkreis, sowas wie das Herz im Ostkreis. Und meinte, wir haben diese Woche, also gestern um genau zu sein, im Stadtparlament die Unterstützung von Freifunk beschlossen. Und ich würde gern mit dir die Freifunkgeschichte dem Orts- und Gewerbeverein vorstellen, damit alle Gewerbetreibenden und die Mitglieder auf Einladung der Stadt Groß-Umstadt mitbekommen, was wir hier für eine tolle Möglichkeit haben. Wir haben dann noch ein bisschen drüber gesprochen und er sagte dann, wir haben uns für Freifunk entschieden, weil Freifunk für alle Leute, die das nutzen, die Privatsphäre schützt, weil da nichts mitgelockt wird und weil für uns diese Lösung einfach charmanter ist als das, was wir an Angeboten vorliegen haben von der ICOM 21 oder von der Deutschen Telekom. Fand ich auch eine sehr starke Aussage vom Bürgermeister. Ich könnte jetzt noch ein paar Sachen mehr dazu erzählen. Die Unterstützung ist einfach gegeben. Ich wiederhole nur noch mal die Eingangsworte. Diese Geräte beginnen bei 20 Euro. Das Flashen könnt ihr mit eurer Freifunkinitiative machen und das dauert nur wenige Minuten. Wer es einmal gemacht hat, macht es im Schlaf wieder. Wir haben hier eine Möglichkeit,
jetzt ein sich öffnendes Zeitfenster zu nutzen, um das Thema Freifunk und freien Zugang zum Internet ganz nach vorne zu bringen. Und wenn wir das in den kommenden Monaten schaffen, dann werden wir eine so starke Verankerung in den Landkreisen, in den Kommunen haben, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, dass negative Veränderungen der Gesetze dazu auf der Bundesebene ohne einen großen Protest von den kommunalen Bereichen stattfinden würden. Ja, Dankeschön. Noch irgendwelche Nachfragen? Nee. Eine Anmerkung habe ich noch dazu. Macht das vielleicht unter euch am Mikrofon aus? Ja. Eine Anregung aus dem Kreis Bergstraße. Wir sind im Moment dabei, das hessische Schulnetz zu erleichtern. Eine Schule scheint umzusteigen auf Freifunk. Es ist vielleicht bekannt, dass kein Netz so zensiert und überwacht ist wie das hessische Schulnetz. Einen Anfang machen wir weiter so. Danke. Ja, also ich wollte Peter an der Stelle auch mal danken, weil wir haben in Biebesheim nämlich auch den Freifunk dank seiner tollen Vorarbeit relativ schnell innerhalb von 2 Tagen für die Flüchtlinge dort in der Rheinhalle machen können. Und wir haben auch festgestellt, dass man steuerabzugsfähige Spenden beim Freifunk hinterlegen kann, um eben diese Flüchtlingsarbeit zu unterstützen, weil das ja nicht ganz ohne Geld abgeht. Und da gibt es da bei betterplace.org.de Projects, steht dann Freifunk Darmstadt, und da kann man dann die verschiedenen Projekte unterstützen. Steht auch Biebesheim unter anderem, Darmstadt und alles Mögliche dabei. Ne? Jo. Ich habe gerade eben noch einen Hinweis bekommen, ein kleines bisschen zu erklären, wie Freifunk deutschlandweit aufgestellt ist. Erstmal, Freifunk ist nach meinem Wissen überhaupt nur in Deutschland verfügbar und es ist vollkommen unterschiedlich organisiert. Wie ich vorhin sagte, sind wir mit Freifunk-Initiative Darmstadt ein Teil vom Chaos Computer Club in Darmstadt. Es gibt aber auch zum Beispiel Freifunk Rhein-Neckar und die sind als eigener Verein eingetragen und haben in diesem Vereinsstatus auch den Status eines Providers. Das heißt, sie sind von der Störerhaftung und dem damit verbundenen Nachteilen ziemlich freigestellt, um es mal ganz einfach zu sagen. Wenn euch also jetzt Freifunk Darmstadt auf der einen Seite in Erinnerung bleibt, ihr vor Ort aber Freifunk Frankfurt erlebt oder Freifunk Rhein-Neckar, die können auch anders organisiert sein. Wichtig ist immer, dass letztendlich die Vereinsstatusgeschichte gemeinnützig anerkannt ist und ihr darüber die Spenden, wie eben schon dargestellt wurde, und Zuwendungen von der Steuer absetzen könnt. Ja, danke. So, gut. Wichtiges Thema, aber wir kommen wieder zurück zur Wahl. Und weil Ping-Pong so viel Spaß macht, übergebe ich mal wieder an den Wahlleiter. Vielen Dank für diese Übergabe. Wir haben den dritten Wahlgang gehabt zum Amt des politischen Geschäftsführers. Abgegebene Stimmen 59, davon gültig 59. Glückwunsch an die Versammlung. Mit Nein haben gestimmt 10, mit Ja stimmten 49. So. Jetzt darf ich den Kandidaten fragen, nimmst du die, ich spreche langsam, damit er rennen kann, die Wahl an? Ja, ich nehme die Wahl an und danke für euer Vertrauen. Dann ist es mir jetzt eine besondere Freude, wieder an die Versammlungsleitung zurückzugeben.